1908 beschloss man, ein Lazarett zu errichten, um die gesundheitliche Versorgung der Marinesoldaten zu gewährleisten. Der Spatenstich des Marinelazarett Flensburg-Mürwik folgte. 1910 wurde der Bau mit einer Kapazität von 100 Betten erfolgreich abgeschlossen und eröffnet. Es gab ein Hauptgebäude, ein Verwaltungsgebäude, ein Wirtschaftsgebäude, eine Leichenhalle, eine Quarantänestation, einen Schuppen und einen Wasserturm. Einige Jahre später wurde eine Villa dazu gebaut, die als Unterkunft für den Chefarzt diente. 1944 wurde das Lazarett von den Nazis benutzt. Diese wollten dort auch noch einen Bunker erbauen, wozu eine große Grube ausgehoben wurde. Die Pläne für den Lazarettbunker wurden jedoch nie umgesetzt. Nach 1945 diente das Lazarett zeitweise als Flüchtlingsunterkunft, bis es 1947 als sogenannte Klinik Ost Teil der Flensburger Krankenanstalten wurde. Nach der Schließung derselben 1989 gab es Pläne, die Gebäude als Erweiterung der Marineschule und Unterkunft für Offiziersanwärter zu nutzen, doch es wurde aus Kostengründen verworfen. Thank you.
Chefarztvilla ist ein Kulturdenkmal, das 1912 erbaut wurde. Es entstand zusammen mit dem Lazarett, dem Marinewasserturm und den Gebäuden der Marineschule Mürwik. Die Entwürfe für das Gebäude wurden im Dezember 1907 fertiggestellt. Im November 1908 wurden sie vom Reichsmarineamt geprüft und genehmigt. Im Herbst 1947 wurde der damals zusätzlich als Lazarett genutzte Gebäudeteil der Marineschule zusammen mit dem eigentlichen Marinelazarett in die städtischen Krankenanstalten integriert. Das Marinelazarett erhielt damit den Namen Klinik Ost. 1989 wurde die Klinik Ost geschlossen.
Der Marinewasserturm war nach dem von 1901 bis 1902 errichteten Wasserturm auf dem Westufer der Flensburger Förde, später Alter Wasserturm genannt, der zweite Wasserturm innerhalb der Stadtgrenzen.